Hallo und weiter im Text mit Develop 2. Bevor wir diese Aufgabe machen, gehen wir mal hier rein. Das sieht aus wie der Fabrikabfluss. Was für ein schrecklicher Ort zum Arbeiten. Jetzt habe ich... Und so. Okay. Uah, bin nass geworden. Oh Gott. Super. Oh. Ach nee, doch nicht. Ich dachte schon, man geht da. Und da! Nein! Ach. Wasser, danke. Das hat lang gedauert. Komm. So, das wollen wir doch alles wieder anmalen. Verliert es seine Farbe, wenn es wieder in die Tinte geht? Das wäre ja dann doof. So, du bleibst da. Oh! Sehr schön. Und jump nach oben. Gut, das haben wir geschafft. Das hier muss rot werden. Damit haben wir das hier alles erledigt. Und wie kommen wir da jetzt am besten und am dümmsten rüber? Nehmen wir mal den Weg hier. Hier sind noch ganz viele Autos, die nicht angemalt sind. Und es laggt. Warum? Was habe ich dir getan, Spiel? Was habe ich dir getan, dass du mir das antun musst? Und hier ist noch ein Bäumchen. Laterne. Sehr schön. Und noch ein Bäumchen. Okay. Kommt man da rüber? Ja, da kommt man rüber. Anders ging es gerade, glaube ich, nicht. So. Machen wir mal so. Und malen die Sachen wieder an, die ich gerade gebleicht habe. Viel war es ja nicht anscheinend. Gut. So, dann... Hier ist ein Auto, das will ich noch anmalen. Und die... Kann ich die anmalen? Komm, spring mal darauf, aber... Oh Gott. Ist das alles aufregend. Oh, da ist noch ein Bäumchen. Das male ich mal gleich an. Dann muss ich hier nämlich nicht wieder zurück. Ihr kennt das ja. Hier sind nochmal Laternen. Und, wow. Sehr, sehr knappe Angelegenheit hier. Wo haben wir denn hier Rot? Da ist Rot. Und Gelb. Gelb. So, damit haben wir dich angemalt und dich und dich und sind fertig. Geschafft! Danke, dass du uns rausgelassen hast. Du bist ein wahrer Held. Viele unserer Kameraden leiden immer noch in der Bleich-TV-Fabrik. Bitte rette sie auch. Für dich ist der beste Weg hinein, der durch den Fabrikversorgungsschacht. Komm später wieder. Ich kann dir auch noch andere Wege zeigen, um hineinzukommen. Moment, bevor ich da hingehe, da gab es noch so ein... Da. Darf ich noch rein? Okay. Okay. Erstmal hier alles anmalen, weil wir es können. Und rein da. Way! Das dauert jetzt nur ein paar Stunden, bis wir hier alles eingesammelt haben. Wop. Yay, we are served. Wop. Wow. Und rüber und
Jetzt haben wir jetzt alles? Echt? Scheint so. Gut. Okay, das war's. Dann hat sich das ja gelohnt. Hallo. Sieht so aus, als wären am Eingang zur Bleichtieferfabrik ein paar Elite-Diagenten stationiert. Kümmere dich um sie, damit wir hinein können. Okay. Sieht das an, diese Elite-Diagenten können die Farbe wechseln. Warte, bis du die gleiche Farbe hast, bevor du ihnen eine verpasst. So, okay. Dann warte ich mal auf Gelb. Yeah. Aufgepasst, da sind noch mehr. Ziel dahin, wo es weh tut, Blob. So, bei denen tat es definitiv weh. Nee, nee, nee. Wechsel mal die Farbe. Ich sollte vielleicht auch genug Farbe haben. So, werden wir mal wieder gelb. Why not? Nächster. Werd mal gelb. Werd gelb. Gelb. Super. Und eine Transformationsmaschine. Das ist doch gut. So, dich machen wir wieder farbig. Und dann geht's los. Yay! Gute Arbeit, du hast den Weg in die Fabrik freigemacht. Wie sieht's hier aus? Das können wir machen. Und da hinten war doch nochmal... Ja, jetzt ist hier auch die Tinte weg. Dann kann ich jetzt da Inspiration holen. Und muss nicht Angst haben, dass ich hier sterbe. So, Moment. Kann man da rein? Nee, kann man nicht. Das sind noch Fernseher, okay. Gut, schön, dass ich den Weg hier noch gefunden habe. Das möchte ich haben. Hier sind noch kleine Knüppels, die man befreien muss und dafür Zeit bekommt. Kann ich die Fernseher kaputt machen? Nee, war. Die sind... Ach nee, das sind keine Fernseher. Okay. Da kommen Autos raus. Aus Fernsehern kommen meistens keine Autos raus. Deswegen gehe ich davon aus, dass das keine wirklichen Fernseher sind. Bin ich nicht klug? So. Okay. Wunderbärchen. Und da ist noch ein Plakat. Das können wir auch bei der Gelegenheit anmalen. Oh, und hier war noch Inspiration. Das ist schön. Haben wir gleich noch ein bisschen was gesammelt. Moment. Nee, die kann man nicht anmalen. Dann geht's mal los. Also, oder weiter, besser gesagt. Weiter. Such dir einen Weg durch die Zahnräder in die Fabrik. Okay. Es ist jetzt Zeit, einen farbenfrohen Schraubenschlüssel in das Getriebe zu werfen. Okay. Dann werfe ich mal einen Schraubenschlüssel. Ach Gott, das ist so langsam. So. Hoppala. Nein, 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 nein. Ich häng fest. Ja. Yay. Danke. Machen wir uns mal wieder ein bisschen größer. Wunderbar. Ich würde gerne die Kiste anmalen, danke. Bäm!
Oh je. Was gibt's hier hinten eigentlich? Wahrscheinlich den Tod? Ja, den Tod. Okay. Aber hey, man muss ja die Sachen immer herausfinden. Man kann ja nicht immer davon ausgehen, dass man gleich alles perfekt macht. Und rein da. Zack. Ich meine, es war vorauszusehen, dass dort der Tod auf mich warten wird. Aber hey. Auch der Tod freut sich, wenn man ihn überrascht. So. Wie komme ich denn da hoch? Ach so. So komme ich da hoch. Okay, und da ist braun, da muss ich braun werden. Hä? Okay. Wir haben es in die Fabrik geschafft. Hier produzieren, testen und verpacken sie die Bleich-TVs. Die Produktionstürme werden von ekelhaften Ink-Tiergehirnen kontrolliert. Wir müssen sie lahmlegen. Still und heimlich farbig. Das kriegen die bestimmt nicht mit. Das ist der Hauptproduktionsturm, wo sie die Bleich-TVs zusammensetzen. Leg diesen Turm lahm, um sie daran zu hindern, noch mehr von den Dingern zu herstellen. Pass auf die Schrumpfstrahlen auf. Schrumpfstrahlen? Lass uns damit anfangen, alle Vorratskisten zu zerschlagen. Okay. Was sind das für Lichter? Okay, die bringen mir nichts. Hauen wir uns mal noch ein bisschen. Okay, die gehen aus. Was passiert, wenn... Ich will es gar nicht rausfinden. Glaube ich. Folgt den Pfeilen! Okay, hier kann ich noch nichts anmachen. Und ich bin gleich wieder da. Einen Moment, bitte. So, wieder da. Heute ist ja was los hier mit Telefon und so. Gut, aber ich wusste, dass Person, die mich vorhin angerufen hat, nochmal zurückruft. Gut, hier sind die Pfeile gewesen. Aua! Okay, die Schrumpfstrahlen schaden mir bloß ein bisschen. Benutze den gelben Schalter, um den Fahrstuhl zu aktivieren. Folge den Pfeilen. Ja, ja, ist ja gut. Mensch, Mensch, Mädel. Okay. Komm. Gehen die nicht aus? Anscheinend nicht. Und ich bin auch nicht so gut im Ausweichen, wie mir scheint. So. Geh mal runter. Befrei die Bleichensklaven. Okay. Ich habe den Weg markiert. Immer weitergehen. Nein, 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 nein. Ich mach die Kisten erst kaputt. Und da kann man rein. Da gehe ich dann auch mal rein. Befreie die Arbeiter, aber lass dich nicht schrumpfen. Hui. Wow. Hui. Jump. Wow. Nein! Wow. Okay, das tat ja bloß nicht weh. Du bist bei der Hälfte angekommen. Okay. Wunderbar. Und du? Hier kann man weiter. Gut, dann muss ich da hoch. Und weiter und weiter. Sehr gut. Lass uns da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Ja, verzeih, ich war ein bisschen abgelenkt mit Leute retten und so.
Au, 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 au. Ich muss klein machen hier. Habe ich jetzt das Ding kaputt gemacht anscheinend? Oh! Ich glaube, ich bin gerade gestorben. Das war ja nicht nett. Gut, jetzt bin ich aber auch wieder ein bisschen größer und ich hole mir jetzt nur noch die restlichen Atome, die Farbatome und damit bin ich dann auch fertig. Au, benutze den roten Schalter, um die Brücke auszufahren. Okay. Immer weiter, Blab. So, das Leben, das ich gerade verloren habe, habe ich wiederbekommen. Schuppdidu. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part von The Blob 2 wieder. Ovari.